dinotastische Grüße, ihr lieben Freunde der grünen Natur und willkommen zurück zu einer brandneuen Folge Arqualguero. Wie immer an meiner Seite meine Partnerin im Koop Asgard 86. Mein Engel, wie geht's dir? Hi, voll gut und dir? Blendend, blendend. Mir geht's blendend. Wie soll es mir auch anders gehen an diesem wunderschönen Tag? Wir haben 7 Uhr hier im Uhrzeitparadies und wir haben heute was Spannendes vor. Und zwar wollen wir eine Höhle erkunden gehen. Mal gucken, ob wir die heute finden. Ich werde mich entscheiden für, ich nehme Rabe mit. Aber bevor ich jetzt auf meinen Rabe steige, zeige ich euch mal hier unser flauschiges Kabuff mit jeder, mit jeder Menge Jiboa. Die alle auf Wildern, wie heißt das? Wandern, ne? Auf Wandern und Paarung, genau. Paarung und Wandern eingestellt sind. Prima. Wollte ich euch nur mal kurz zeigen, ne? Hier geht's drunter und drüber. Welchen Vogel nehme ich denn jetzt? Wer bist du? Rabe 3.0, dich nehme ich! Auf! Sehr schön. Alles klar. Ich glaube, wir müssen theoretisch einfach nur zurück erstmal hier in das Redwood-Gebiet, wo wir hergekommen sind. Wir kommen ja theoretisch, kommen wir ja von unten. Und da unten irgendwie finden wir schon den Eingang der Höhle. Aber erstmal. Natürlich, wir sollten eigentlich relativ schnell jetzt durchkommen. Ja, eben, richtig. Weil du kannst fliegen, ich kann so in der Art fliegen, hüpfen. Ja, stimmt. Ach, guck mal, das ist der kleine, ich glaube, das ist der kleine See, an dem ich so oft, oder an dem wir so oft gespawnt sind, als wir am Anfang gestorben sind immer. Erinnerst du dich? Nee, das ist auch noch nicht hier. Ist er nicht? Okay, alles klar. Nein. Hi. Hey. Einfach mal das Wasser hier glitscht. Flup. Macht das schon wieder. Du wir auch? Wir brauchen auf jeden Fall Polymer. Uns hat jemand in die Kommentare geschrieben, dass wir einen Strand abchecken sollen. Hin und wieder liegen da tote Delfine. Und die geben ordentlich. Die geben ordentlich. Polymer. Okay. Ich habe gerade irgendjemand ein Ei geklaut. Oh, ich glaube, es war der Ankylo, der da hinten sauer hinterherkommt. Oh, oh. Aber nee, eigentlich wollen wir hier rüber ins Redwood-Gebiet. Aber wir können ja hier mal das Stückchen noch zu Ende laufen. Hier waren wir auch noch nicht. Hi. Hi. Oh, da ist ein Tag. Oh, Erz. Vielleicht bei der Rücktour. Hi. Habe ich denn genug? Hi. Habe ich denn genug Fleisch mit? Ich habe doch gerade. Achso, ich habe den Raptor nicht gefressen. Okay, mal gucken, ob ich auch so entspannt hochkomme wie du. Ansonsten muss ich mal einen kleinen Umweg nehmen. Okay. Ich habe ja leider nicht so einen kletterfeinen Dino. Oh, was denn? Was haben wir denn? Blauer Stego. Oh. Und er knallt blau. Meine aber Haare wirklich sind wieder gewachsen. Sehr schön, ich sehe es gerade. Bei mir auch. Ich habe jetzt die Frisur romantisch. Romantisch. Voll gut. Oder wir uns noch nicht sagen würden. Oh! Gießkanne. Nein, nein, die ist leider weg. Ja. Zur Erklärung, unsere kleine Nichte befindet sich gerade jetzt in einer, wie wir sie deklariert haben, Oh-Phase. Alles, was sie an neuen Wörtern so kennenlernt, wird erstmal wiederholt mit dem vorangegangenen Oh! Und letztens haben wir eine Gießkanne gezeigt. Fand sie ganz toll. Oh, Gießkanne. So. Da ist er auch, links von uns, Redwood. Da können wir ja mal reingehen, weil hier so ein Stück da drüben waren wir ja schon in der Nähe. Eben. Hier. Tatsache. Wir sind bald da. Also ich meine mich zu erinnern, dass wir irgendwo am Rand vom Redwood-Gebiet bin ich mal in einem verzweifelten Akt es war auch ein Wettrennen gegen bei irgendwelchen Insekten damals noch, gegen die man sich noch nicht erwehren konnte. Und da habe ich irgendwo einen Höhleneingang gesehen. Du kannst natürlich da jetzt ganz smart hochklettern. Ich nicht. Mal gucken. Du kannst ja schon mal die Augen offen halten. Wir haben ein Auge oben rechts auf deinen separaten Bildschirm. Ach Mensch, doch. Startgebiet, ne? Home sweet home. Ach, guck mal, wo bin ich denn gelandet? Wie geil.
Ich bin zu Hause in der Zweitbase? Ja, in der provisorischen Base bin ich gerade gelandet. Cool. Ganz vergessen. Hier ist unser, Stego-Rocker. Halt schön die Stellung. Ne? Du wirst es auch einmal schaffen. Zu unserer neuen ersten Base. Befolge mir erstmal, mein Freund. War da cool. Ist richtig cool. Das ist das Coole an Ark. Wenn man so ein bisschen gebaut hat. Ja, auf meiner Schulter irgendein namenloser Jeboa. Die haben irgendwie einen Wert verloren, seitdem wir ungefähr 5000 davon haben. Deswegen benutzen wir die Eimer und dann schmeißen wir die weg eigentlich. Nein, Quatsch. Ist natürlich Humbug. Ist nur Spaß. Aber ich glaube, er hat wirklich keinen Namen. Nee, viele haben keinen Namen, weil wir einfach nicht zum Namen vergeben kommen. Das geht nicht. So, hier im Zentrum bin ich jetzt. Im Zentrum vom Redwood-Gebiet. Und hier wird's ein bisschen Remi-Demi-mäßig. Oh, kleine Mini-Dinos aus der Hölle. Und ich sehe gerade Terrorvögel nach unten fallen. Vorsichtig. Oh, bist du das gewesen? Ich bin oben. Okay. Vorsichtig, oh, ich werde dich hier rumfliegen, rumswitchen, tick, 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 tick. Jetzt bist du wieder weg. Jetzt ja, irgendwo. Muss ich gucken, jetzt bist du zu weit weg gerade. Irgendwo muss hier der Höhleneingang sein. Warte mal, ich rette meinen Dödi. Hey, das sind Dödi in Ruhe. Ja, guckst du nicht schlecht, ne? Ich hab trainiert. Aber es ist wirklich bisher mit eins der gefährlichsten Gebiete hier. Das Redwood-Gebiet, das ist echt wow. Hätte ich nicht gedacht, so schön wie es hier aussieht, so gefährlich ist es auch. Voll und ganz. Du bist jetzt 250 Meter von mir entfernt. Ich bin jetzt hier gerade hoch oben. Hoch, auf. Ah, Alter, nein! Nein, der hat mich vergiftet. Komm her, Terrorbird, komm her. Oh, ich hoffe, mich sieht hier nicht irgendwer, wer mich auch töten kann. Da, komm her, Terrorbird. Rabe. Rabe, Rabe, Rabe. Alter, hierher. Ah! Ich würde verenden. Ich guck mal, ob ich... Wow, was war denn das gerade? Wie sieht meine Energie aus? Noch in Ordnung. Oh, wie weit bist du denn jetzt so weg auf einmal? Ein Schlag, wa? Ich bin jetzt da, wo wir das letzte Mal so oft gestorben sind. Ich habe eine von unseren Strohhütten gefunden unterwegs. Ich komme wieder ein bisschen querfeldein. Irgendwas läuft mir hinterher. Dieses Gebiet ist die Hölle. Wenn du sie siehst, ist es schon vorbei. Das Problem ist, der holt mich immer runter vom... Der holt mich immer runter von Rabe. Dieser olle, eklige Vogel. Komm her. Komm her, Rabe. Näher ran. Näher ran. Ich muss dich auf niedrigste Verfolgungsstufe einstellen. Ansonsten kommt er nicht ran, wenn ich so betrunken bin. Okay. Wie krass. So, den Bären ignorieren wir jetzt mal. Ich komme ja schon, ich bin auf dem Weg. Alles gut. So, ich mag mir erstmal hier die Hälfte vom Fleisch. Kannst du dich noch an die Stelle erinnern, wo uns der Alpha-Raptor das Leben schwer gemacht hat im Redwood-Gebiet? Ja. Da bin ich dran. Und okay. Es ist immer noch verdammt schwierig. Ich flitze ja einfach nur so durch die Alleen mit Rabe. Ich hoffe, wir finden uns wieder. Oh, ich habe was gefunden. Ich glaube, ich habe eine Höhle gefunden. Da sind Spinnenweben, richtig fette Spinnenweben. Wie fett. Da will ich mit dir rein. Oh, ja, ich habe was gefunden. Okay. Ich warte auf dich hier. Es wäre deine bis 60 Meter von mir entfernt. Guten Tag. Hallöchen. Hey. Wer liegt denn hier tot rum? Bist du bei mir? Ja. Wo denn? Also hier stehst du gerade, 7 Meter neben mir. Ich sehe dich noch nicht. Server-Lag wieder. Mysterious. Und da sind die ganzen Trodans hier nebenan. Ich mach sie erstmal kurz weg. Bewege ich mich gerade bei dir? Nein. Nicht gut, gar nicht gut. Hier ist jedenfalls ein Eingang. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, jetzt das alles abzupassen. Wenn wir nicht live sind. Ich guck mal oben bei dir gerade rechts. Bei mir bist du hier gerade. Und hier liegt ein toter Terrorvogel.
Ich sehe dich nicht. Das hat aber vorhin schon so komisch geleckt. Du hast manchmal nicht auf dem D-Unikus, D-Inono Lottolo gesessen. Okay, warte mal. Wir werden das mal kurz hinrichten und dann sind wir gleich wieder da. In 3, 2, 1. Und da sind sie auch schon wieder. Nach einer kleinen technischen Unterbrechung. Ja, keine Ahnung, ne? Das ist Dienstag halt. Dienstag und Steam ist immer so eine Sache. Aber das kennt bestimmt der ein oder andere. Los, mein Engel. Lass uns runter in die Höhle. Der Verdammnis. Aber vielleicht ist das nur so eine... Sieht aus wie so ein Spinntal. Vielleicht ist es auch nur ein Spinntal. Vielleicht kein richtiger Eingang. Aber naja. Zur Not, wir haben oben eine Mikrobase. Gebastelt in der Aufnahmepause. In der Mikro... Und der Wort runterhin. Ja? Verzeihung, wollte nicht reinrennen. Um Gottes Willen. Beschütz mich, beschütz mich. Wow, was war denn das gerade bitte? Hast du auch gehört? Was sind denn das für Steine hier? Sind das magische Steine? Weiß nicht, ich glaube, hier liegt irgendwer drin oder ist Kalkstein? Nö, ist einfach nur Stein und Feuerstein. Nur Stein, ne? Nein, ja. Einfach nur eingesponnen extrem viel. Ich glaube, wir müssen sehr vorsichtig hier unten sein. Warte, zumindest ein Creeper an. Oh, das sieht ganz komisch aus. Da ist doch eine rote Spinne. Da ist eine mega, ja. Wo die mal anschießt. Ey, die kann man doch bestimmt zähmen, oder? Wow, jetzt so da. Die müssen wir zähmen. Warte mal, können wir die nicht von oben hier oben betäuben? Oh mein, das ist eine Brutmutter. Eine Brutmutter kann man doch. Ja, ist wirklich so. Ja, die kann man zähmen. Wollen wir die betäuben? Wenn wir schon mal hier sind. Ja, platt machen, oder? Quatsch. Ich weiß nicht, aber ja, wir können es gerne probieren. Aber wir haben noch genug Dinos. Und Rabe lässt sich auch gut austauschen, oder? Nein, war nur Spaß, Rabe. Bist ein guter. Was? Ich hab dir angeschossen. Oh Gott. Oh Gott. Das Schreien reicht schon aus. Ja, ne? Da kriegt man gleich Respekt. Ich hoffe, Rabe, der greift nicht an. Warte mal, ich mach ihn passiv. Na, Dings hier ist auch noch nicht eine Stadt. Da ist sie. Ich sehe sie. Ja, Volltreffer. Fall um. Aber was frisst die eigentlich? So, verhalten erstmal neutral. Ich weiß es gar nicht, was die Brutmutter ist. Ah, das wird ja super. Oh, da sind zwei. Okay. Und ganz viele kleine. Eine killen wir. Würde ich sagen. Wobei, ist die vielleicht immun gegen Gift? Ich meine, ne? Weiß nicht. Giftspinnen und... Kann möglich sein, aber ich kann es wirklich nicht mit genauer Sicherheit sagen. Die kommt da nicht mehr raus so. Jetzt. Ich glaube, wir können aber eine Ebene runter. Die ist nirgendwo hochgegangen. Ich bin mal ein bisschen mutig. Hier links ist auch noch eine. Okay, aber auch weit unten, oder? Ja, genau auf der gleichen Ebene. Oh Gott, Rabe, ich hoffe, wir kommen hier wieder raus. Bist du schon... Ah, du gehst gerade runter. Vorsichtig, bei dir hängt wirklich da drüben. Okay. Oh. Vorsicht. Oh. Da kriegst du Respekt, wenn die brüllt. Das ist richtig krass. Guten Tag. Aber die schieße ich jetzt mal nicht an. Vielleicht kann man die auch gar nicht betäuben. Das ist meine Theorie jetzt gerade. Aber ich schieße mal lieber auf die andere weiter ein. Auf welche? Auf die in der Höhle. Hier rechts, außer die links. Ja. Also von dir aus jetzt so. Da, die da so ein bisschen rauslunst. Komm her, wir wissen, dass du da bist. Komm her. Wow. Was ist das? Wow, ein Onyx. Ein Onyx? Aber ist das nicht. Sind das nicht die Tiere, die nur dunkel oder hell können? Ich weiß nicht. Da kommt sie. Mother is out of the house. Mother is out of the house. Hi, Mami. Oh, nein! Nein! Alter! Oh! Ich hab's vergeigt. Vogel, komm her! Angriff! Oh mein Gott. Ich hab's vergeigt. Es tut mir so leid. Alles gut. Oh. Alles gut. Rabe. Oh. Alter. Wow, was war das gerade? Die Hosteinstellung spinnt. Ja, ich sehe es auch gerade. Alles cool. Rabe killt sie. Oder Rabe wird gekillt. Ich hab's doch gar nicht. Komm nicht weg von dir. Mein Warte. Fehler. Bei mir läufst du noch. Nee, Rabe ist hier hinten. Alles gut. Komm her, Rabe.
Wie geht's ihm? Oh nein! Ich werde eingespornt. Lass uns kurz flüchten. Taktischer Rückzug. Taktischer Rückzug. Uns geht's allen gut, uns geht's allen gut. Auch wenn sich das nicht das, auch wenn sich das nicht danach anhört. Was ist das Rote hier? Guck mal. Ich weiß es nicht. Sieht ziemlich eklig aus. Mal das abbauen. Ne, ist wahrscheinlich nur Optik. Nur Optik. Nur Deko. Nur Deko. Oh, aber ist schon cool gewesen gerade. Also, wow. Hat Adrenalin in die Höhe schießen lassen. Komme ich überhaupt jemals wieder raus hier? Ich weiß nicht, auf jeden Fall. Ich sehe schon einen Weg. Wie hier alles mal oben hängt. Ach, guck mal, da verfolgt dich wieder was. Araneo, genau so hieß ja dieses eklige Ding. Mhm. Oh, was ist das hier für ein Stein? Ah ne, das ist nur ein unbefallener Baum, aber wie das hier mal raucht, das ist voll creepy. Das ist eine coole Gegend eigentlich, ne? Ja. So, lass uns mal hier wieder hochgehen. In eine taktisch kluge Position und dann versuchen wir es nochmal. Vielleicht die Spinne zu betäuben. Okay. Ansonsten gucken wir einfach mal kurz nach. Was ist denn davon? Wir müssen beim Host bleiben. Ach nein, sowas schon wieder? Ja. Das ist heute Dienstag, verdammt. Also, ich brauche ja nichts machen, ich werde dann sowieso gleich rübergezogen, wenn ich zu weit weg von dir bin. Okay, alles klar. Zack, und dann bin ich schon wieder zurück. Wo? Okay, aber es ist ziemlich knapp alles, ne? Die Distanz. Na, ich werde zwischen geportet, dir das mal. Okay, ich will jetzt eigentlich auch nur die Spinne weiter beschießen. Wäre ja ganz nett, wenn wir die erwischen würden. Wäre ja ganz nett. Aber da war's fun. Das wäre schon ganz cool. Aber jetzt kommt sie wieder nicht raus. Die andere ist aber draußen. Versuchen wir es mit der mal. Ich habe noch 50 Darts. Ich habe 35. Okay. Oh nein, ist Rabe runtergefallen? Ja. Ja, Rabe folgt dir, ne? Ich kümmere mich drum. Soweit wir können. Aber die verdrückt ziemlich viel. Ja? Ja. Oh nein, ich wollte sie haben. Aber, naja. Soll ich Rabe holen? Naja. Eine. Und sie fängt langsam an zu bluten. Vielleicht jetzt betäuben? Ja, einfach mal die eine Spinne, die andere. Braten, ach, das war. Oh, das war irgendwas Krasses. Brutmutter, ja, wir haben eine Brutmutter getötet, deswegen, das war wie ein Erfolg für uns. Wir sind ein halber Titan, oder? Polymer! Polymer? Ich komm runter. Polymer, 266 Polymer, 1849 Chitin. Ach, eine Spinnenflagge war das, was wir gekriegt haben. Alles klar, cool. Bravo, eine, wo bist du? Diese Fahne beweist, dass du die Brutmutter getötet hast. Woo, da kamst du runter und switcht. Rabe, wo bist du? Guter Vogel. Hat gut ausgehalten. Komm, dann machen wir die andere jetzt auch noch platt. Oder betäuben. Wir können sie erstmal rauslocken. Schießt die mit irgendwas oder sowas? Nö, die hat einfach nur rumgeeiert da. Rumgeäumelt, okay. Ich muss gerade erstmal heißlos werden. Ich will die aber haben. Die kann man bestimmt zähmen. Die kann man zählen, ja. Guck mal, hier liegt ein T-Rex eingesponnener. Auf der linken Seite. So krass. Ich bin zu schwer. Nein, echt? Soll ich dir was abnehmen? Ja. Ja, das Chitin zum Beispiel. Oder das Polymer, also was um die 20 Kilo. Oh. Oh, naja, dann schmeißen wir das Chitin weg. Das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Chitin und Leder. Da Quark, das finden wir hinter jeder Ecke. Was war denn das? Das waren die Clanspinnen. Wer frisst mich denn hier an? Die. Irgendwas frisst mich an. Ah, da sind die Dingsies.
Hey. Ist schon wieder so ein Ding. Du siehst das auch nicht, wa? Arm ist tot. Wow, von der Brutmutter. Ich renne. Wir sehen die aber gerade nicht. Sie ist unsichtbar. Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt ganz gewaltig nicht. Das ruft, das schreit förmlich nach einer Revanche. Das ist wie gerade wie bei Star Wars, die Rückkehr der Jedi-Ritter. Nee, Quatsch, oh, ja. Andersrum, das Imperium schlägt zurück. Da haben die Jedis nämlich am Ende auch auf den Sack gekriegt. Wie wir jetzt hier. Aber heute ist ja nicht alle Tage. Der Kampf, die Schlacht ist zwar verloren, aber der Krieg noch lange nicht und wir werden ihn weiterführen. Gegen die magische Spinne da unten, gegen die andere Brutmutter, aber auch erst in der nächsten Folge. Meine werten Freunde der urzeitlichen Dino-Unterhaltung, uns hat es eine Menge Spaß gemacht. Schön, dass ihr mit dabei gewesen seid. Lasst uns einen Daumen nach oben da, sofern euch das Video auch gefallen hat. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Wiederschauen, reingehauen, der Leo und die Asgard. Tschaußen. Tschüss.